Ja. Komm zu mir. Kommt schon wieder Touristen. Ich bin in Ruhe hier. Auf der stillen Bank. Thüringer Wald. Immer noch. Immer noch. Was ist denn hier los? Ja, weil es so schön ist im Thüringer Wald und die Wartburg einfach dazugehört, gehen wir, obwohl wir keinen wirklichen Bock haben, trotzdem mal hoch. Warum haben wir keinen Bock? Weil das Handy klingelt. Nee, weil es einfach so voll ist hier schon mittlerweile. Also bis später. Tschüss. So, jetzt aber nochmal. Nee, warum haben wir keinen Bock auf die Wartburg? Weil uns da einfach momentan zu viele Leute rumlaufen. Uns eingenommen natürlich. Wir laufen ja auch dumm rum. Aber da unten stehen schon die Reisebusse, Motorräder, Autos en masse. Aber egal. Und das, wie spät haben wir es? Noch nicht mal 11 Uhr. Naja, wir gucken uns das mal an. Darum kann man es schon erahnen. Das ist ein Spinner, ey. Der Hoschel. Links. Ey, du läufst in die falsche Richtung. Wir müssen nach rechts zum Essen. Scheiße. Scheiß doch auf die Wartburg. Wir wollen was essen. Wow. Aha. Laufen wir da hoch, oder was? Da lang. See. Ha? See. Das ist natürlich cool. Ah, da drüben hast du auch einen coolen Blick auf die Burg da. Ah ja, Ausblick ist echt cool. Nicht schlecht. Die Wartburg. Hast du schon erwähnt, dass wir auf der Wartburg sind eigentlich? Ja, dreimal schon. Der ist rausgezogen, das ist ein Scheißhaus. Bitte? Der ist rausgezogen, da oben ist das Scheißhaus. Das da. Ja, die haben sich da hingesetzt, rausgeschissen und alles lief runter. Ehrlich? War das wirklich so? Ja. Ist das nicht gefährliches Halbwissen, was du hier gerade präsentierst? Ehrlich? Ich meine, Sinn macht's, ne? Ja. Donnerbalken und dann... lecker. Und das um die Uhrzeit.
Man geht da hoch. Dann gehen wir hoch, oder? Ich nicht, nee. Wieso nicht? Komm. Nee. Nein. Junge hat Höhenangst. Komm, wir sind einmal auf der Wartburg. Nee. Once in a lifetime. Wir werden wahrscheinlich nie wieder hier sein. Ich scheiß mir jetzt schon in den Ruhe, wenn ich das Ding hier sehe. Ach komm. Nee. Überwinde deinen. Ich warte, ich muss dich auf den. Dann lauf ich da mal schnell hoch. Ich lauf mal schnell hoch. Die Wartburg von oben. Bitte schön.
Wahnsinn, wie die gearbeitet hat. Krass. Musstest du schon ganz schön eine Arme haben, ey, um das alles zu schmieden, ey. Wie war es? Schön war es. Ja, oder? Ja. War gar nicht so aufregend, wie wir erst gedacht haben. Also war schon aufregend, aber hat Spaß gemacht. Also so viel Angst muss man gar nicht haben im Wald. Ja. Bis auf diesen scheiß Höhlentroll, der da kam. Okay, die paar Orks. Der Förster, aber der ist vorbeigefahren. Genau, der Förster. Des Nachts kam der Förster mit seinem Auto. Da ist uns doch ein bisschen komisch geworden. Weil wir uns nicht sicher waren, ob wir da zwischen den Röhren den Hirschen hätten sein dürfen oder nicht. Gut, es war nicht geplant. Ich meine, die hätten ja auch woanders röhren können. Was röhren die ausgerechnet da, wo wir unser Lager aufgeschlagen haben? Nun gut, nee, war echt schön. Wir hatten super Wetter. Echt klasse. Mhm. Fast kein Wind. Nachts hat er ein bisschen aufgefrischt. Da haben die Bäume angefangen zu rauschen. Das war auch nicht schlecht, weil wir unter den Kiefern lagen. Das ist immer sehr beeindruckend. Gefroren haben wir nicht. Nee. Mit den guten Defense vor Schlafsäcken von Carinthia. So heißen die, genau, ja. War uns kein bisschen kalt, also war ja, was hatten wir, plus 7 Grad. Oh ja. 7 Grad heute Morgen. Also so feucht war es auch nicht, auch kein Nebel. Ich dachte, es kommt vielleicht noch Nebel auf. Kein Nebel, nix. Und gut, der Weg war ein bisschen nah, das stimmt, ja. Das haben wir dann heute Morgen gesehen. Wir waren relativ dicht an einem Wanderweg. Das hatten wir gestern Abend bei der Suche des Lagers nicht mehr geschnallt, weil wir da so rings um uns herum so Dickicht hatten, ne. Aber dafür war der Platz echt gut. Hat Spaß gemacht. Und der Thüringer Wald auch super. Jetzt die Wartburg auch schön. Schöner Abschluss hier nochmal. Ne? Kann man öfter machen, denke ich, oder? Auf jeden Fall. Genau. So, ich muss nochmal unseren schönen Ausblick zeigen. Ach so. Man muss ja nach vorne gehen. Sonst ist das Geländer drauf. Einmal nach, welche Richtung gucken wir? Wo steht die Sonne? Richtung Westen oder sowas, gell? Mhm. Ja, ist schon schön. Richtig viel Wald hier, also aber auch ziemlich hügelig. Also hier so einen Lagerplatz zu finden, der in der Ebene ist, war jetzt nicht so einfach unbedingt. Ne? War schon mal hoch und runter. Mhm. Was haben wir denn jetzt? September, Ende September. Das Laub färbt sich schon. Dauert nicht mehr lang, dann ist hier vieles kahl. Ne? Dann ist Schluss mit lustig. Also gut. Auch nicht mehr so lustig, deshalb mache ich jetzt aus.